Hallihallo, da sind wir wieder zurück bei World of Warcraft. Ist schon mein dritter Aufnahmeversuch jetzt, weil ich irgendwie davor entweder Scheiße gelabert habe und beim letzten Mal gemerkt habe, ach Mist, ist Mikro aus. Egal. Wir müssen jetzt hier diese 8 Stützpunktkanonen zerstören und ich würde sagen, damit fangen wir jetzt einfach mal an. Und dann gucken wir noch nach dieser Quest, die es da hinten noch gibt. Da gab es gerade auch noch eine. Sprecht mit Ritzneck in Spalthufen. Spalthufanhöhen in 1000 Nadeln. So, jetzt aber auch. Und, warte mal, hier gibt's was zum Enter. Zum Dings, zum Pflücken? Oder ist. Ne, das ist wahrscheinlich unten im Meer. Da gucken wir danach. Nachher drauf. Ich weiß, ich klinge ein bisschen verpennt. Ich bin auch erst vor einer Stunde aufgestanden. So, findet Flemmer in Südmeerstützpunkt in 1000 Nadeln. Oh Gott. Tötet 15 Piraten der Südmeerfreibeuter in Südmeerstützpunkt. Und beliefert die Kryokanone an Langnase in der versunkenen Ausgrabungsstätte in 1000 Nadeln. So, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt hier mal an mit der Quest, die am nächsten ist. Oh, jetzt wird's lustig. Welche machen wir denn da jetzt als erstes? Ich würde sagen, wir geben als erstes die hier ab. Oder sollen wir zuerst die Aufgaben hier erfüllen und dann abgeben? Ja, ich glaube, das machen wir so rum. Wirkt irgendwie am sinnvollsten, finde ich jetzt. Uah, komm schon, spring. Wie, er kommt da nicht drüber? Im Ernst jetzt? So, jetzt aber. So, und ich glaube, wir gehen jetzt aber trotzdem runter auf den Grund. Moment. Ne, mit denen können wir jetzt nichts machen. Müssen wir die anderen Südmeer-Freibeute. Weil hier unten auf dem Grund sind wir irgendwie doch um einige schneller, warum auch immer. Oh, eine Schnecke. Aua, was war das denn? So, und jetzt müssen wir hier wieder hoch. Es braucht irgendwie halt ein bisschen. Aber da müssen wir durch. Shit, wie kommen wir da hoch? Oh, da ist ein Schiff. Aber das Schiff brauchen wir eigentlich nicht. Wir müssen erstmal gucken, wie wir hier ganz hoch kommen. Ich glaube, wenn ich mich nicht verguckt habe, hat es da drüben... Oh, Hilfe, was ist denn da los? Da gibt es so eine Art Weg. Vielleicht können wir den ja benutzen, ich weiß es nicht. Das probieren wir einfach mal. So. Und da wir letztes Mal wieder Dings hatten. Wer ist jetzt nochmal? Pegasus. Können wir ja dieses Mal wieder den hier benutzen. So, und wir haben es nach oben geschafft. Und jetzt können wir direkt mal wieder mit der Katzengestalt auf die Viecher losgehen und kurz die Quest erledigen. Das klingt doch nach einer Lösung, oder? Ach ja, die guten alten Energieprobleme. So, Nummer 1 ist weg und wir haben was zu ernten. Verdammt! 230, welche Stufe haben wir denn da? Nee, 210, das gibt's ja wohl nicht. Das ist doch Mobbing. Was ich noch als Problem sehe, ist, wie schaffen wir es, unsere Inschriftenkunde zu trainieren oder zu skillen, besser gesagt. Weil, ich meine, da haben wir jetzt gerade 20 oder sowas. Ich kann nochmal gerade gucken. 30. Und wir brauchen halt für die ganzen Kräuter, die wir jetzt mittlerweile haben, eine viel höhere Stufe, um die zu zermahlen. Das weiß ich wirklich noch nicht, wie wir das hinkriegen sollen. Dann müssen wir wahrscheinlich irgendwann nochmal in einem Low-Level-Gebiet wieder anfangen zu farmen. Und die ganzen Kräuter so lange irgendwie auf dem Bankfach lagern. So, jetzt haben wir ein bisschen ein Problem, glaube ich. 33% Leben. Oh, es regeneriert sich sogar langsam. Oder auch nicht. Komm schon. Und jetzt Combo. Aus dem Ruf.
So, und jetzt müssen wir noch den Papagei wegkriegen. So. Eigenartiges Fleisch. Genau das, was ich wollte. Dann können wir uns nachher was Eigenartiges grillen und ja, genau. So, 6 von 15. Die kriegen wir noch zusammen. Ah, super. Jetzt habe ich wieder auf dieses Häkchen neben der 1 gedrückt und wundere mich, warum da nichts passiert. Und war dann von mir selber so abgelenkt, dass ich mehrmals drauf gedrückt habe. Lohnt sich bei einem Zeitschaden. Muss man ihm einfach lassen. So, gleich haben wir die Hälfte. Ohne Ratte. Sollen wir das versuchen? Legen wir uns mit einer Stufe 13 Ratte an. Aber ich glaube, dann müssen wir hier kurz was vertauschen. Und zwar müssen wir als erstes mal die Viecher wiederbeleben. Nee, das probieren wir so. Vielleicht schaffen wir es ja. Und das wird ja wirklich eine reine Trainingsviech, weil das Ding ja grau ist. Warte mal, verängstigt das Ziel, fügt ihm 63 Wildtierschaden zu und verringert seine Geschwindigkeit 4 Runden lang um 25%. Dann würde ich sagen, fangen wir mit diesem Teil an. Hoppla. Du lässt meine Donnerechse bitte am Leben, ja? So, dann schauen wir mal, ob der hier auch wirklich schon reinhaut. Boah, das könnte sogar gehen. Aber ich glaub's nicht. Oh, doch, mittlerweile glaube ich. Wenn der jetzt nochmal mehr als 136 Schaden macht, sehr geil. Es gibt ordentlich XP. Und ich würde sagen, jetzt wechseln wir, weil sonst haben wir danach ein Problem mit den XP von ihm. Weil ich glaube, davon kriegt er dann nichts. Hey, wieso darf der jetzt zweimal angreifen? Das ist doch Betrug. Verdammt, verklickt. Oh oh. Oh oh. Jetzt ist er gleich tot. Oh, wir haben es geschafft, juhu. Na, das ist doch was. Jetzt müssen wir halt gleich wieder alle nochmal wiederbeleben, sobald wir können. So. Schauen wir mal kurz. Stufe 7 und Stufe 9. Und was? Tot? Der hat gerade eben noch gelebt. Der hatte nicht 0, der hatte mehr als 0. Oder war das noch ein Zeitschaden? Och Mann. So, jetzt töten wir den Papageienführer. Der ist weg und der Papagei ist auch ruckzuck weg. Süß, der macht 27 Schaden. Und das hier sind diese Kanonen, die wir zerstören müssen, glaube ich. Ich will ja nichts sagen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, mein Char hat hier einen leichten Linkstrall. Verdammt, wieder mal das Leben nicht im Blick gehabt. So, jetzt aber. Warte mal, wie viele Kanonen müssen wir jetzt noch zerstören? Also von den Viechern müssen wir noch, nach dem hier noch 5. Und noch 4 Kanonen. Da drüben steht eine. Ich weiß nicht, früher, da kann ich mich noch dran erinnern, da gab es teilweise so Quests, die man in einem bestimmten Zeitraum machen musste. Das fände ich total cool, wenn es sowas mal wieder geben würde. Weil ich meine, so ist jetzt ja eigentlich keine Quest irgendwie unschaffbar, weil es einfach
Oder muss ich jetzt nicht großartig anstrengen. Man rennt halt durch und tötet und gut ist. Und vielleicht stirbt man irgendwann mal und dann kriegt man es halt beim nächsten Mal hin. Und ich finde, bei so Quests, die irgendwie in einem bestimmten Zeitraum passieren müssen, da hat man dann schon irgendwie so Grund, das auch innerhalb, ja, muss man sich halt echt beeilen, damit man es hinkriegt. Warum hat das Teil eigentlich die ganze Zeit so einen blöden Linksdrall? Stopp, der läuft voll nach links weg. Und jetzt wieder nach rechts. Ich bin doch nicht besoffen, ich habe doch nichts getrunken. Ach, das ist, weil die uns immer mit Alkohol bewerfen. Jetzt. Ja, in World of Warcraft kann man besoffen sein. Und dann kann es, wenn man zu viel getrunken hat, dann wird es echt alles unscharf. Kann ich euch mal zeigen bei Gelegenheit. Das ist echt lustig. Machen wir hier die Quest noch kurz fertig. Dann steigern wir das mal noch ein bisschen. Gut, da müssen wir auch wieder 230 haben. Davon haben wir jetzt, glaube ich, schon 8 von 8, aber egal, macht trotzdem Spaß. Gut, und von den anderen brauchen wir jetzt noch 2. So. Und da wären die 5 Kombo-Punkte. Und alle krass. Der hat reingehauen. Und wisst ihr was? Ich gehe hier mal wieder in den Let's Play-Channel rein. Nicht, dass dann nachher wieder irgendwie jemand online kommt und ich darf wieder den ganzen Chat unten rausfiltern. So. Und da haben wir jetzt ja von denen doch einiges an Alkohol bekommen. Ein starkes alkoholisches Getränk. Merkt ihr, dass es hier irgendwie langsam unscharf wird? Noch unschärfer. Noch unschärfer. Und noch unschärfer. Ich lenke jetzt mal nicht. Das passiert gerade hier alles komplett von selber. Hoppla. Oh. Geht's doch steil runter. Ich glaube, wir laufen mal hier hinten runter und versuchen einfach auf der Treppe zu bleiben. Uah. Und ja, das gehört zu unscharf. Ihr seht ja unten dran der Text oder die Taschen oder sowas. Das ist alles ganz scharf. Ach so. Wartet mal, wir müssen da oben ja eine Quest abgeben. Die habe ich jetzt vergessen. Das war nämlich die hier. So. Und ich würde sagen, die geben wir noch kurz ab. Weil ich meine, sonst waren wir ja jetzt total sinnlos hier. Also was heißt total sinnlos? Wir haben halt die 2 Quests erfüllt und nicht eine abgegeben, die wir noch hätten abgeben können. Komm, rechts bleiben. Nein, nicht noch mehr Alkohol. Ich sehe schon fast nichts mehr. So, und ich glaube, wir müssen hier rein. Das ist im betäubten Zustand nicht möglich. Super, jetzt war ich gerade eben echt zu dicht, um den anzugreifen. Was heißt betäubter Zustand? Kann man sich da auch nicht verletzen? Flemmer, was ist denn bitte Flemmer? So, also hier muss es irgendwo einen gewissen... Nee, der war hier. Oh, jetzt lenkt doch nicht so übertrieben. Ist der vielleicht doch direkt außerhalb, daneben? Ach, das ist hier. Ja toll, da waren wir ja schon vorhin. Verschwendet nicht meine Zeit. So, sammelt 8 versunkene Schatzkisten. Und diese Schatzkisten sind... Hier, sehr gut. Wie machen wir es jetzt am besten von der Reihenfolge? Wollen wir jetzt nach da oben gehen? Oder fangen wir von unten her an? Ich würde sagen, wir fangen von unten her an. Dann können wir nämlich wahrscheinlich noch die 3 Quests abgeben und dann ist die Folge auch schon wieder vorbei. Ach, Mist. So. Sodele.
Also schwanken wird, glaube ich, schon wieder besser. Ein bisschen jedenfalls. Okay, nein, doch nicht. So, und jetzt müssen wir hier runter. Hey. Wieder mal verklickt. So. So, jetzt hat da wieder irgendwo was Kräuteriges. Können wir mal gucken, ob wir das ernten können. Ja, können wir. Juhu. Wobei ich glaube, das gibt uns keinen. Nee, es gibt nur Erfahrung. Ist ein bisschen schade. Ist ja schlimm, wie der rumtorkelt. Und ist im Wasser. Also wenn man so besoffen ist und man hält die rechte Maustaste gedrückt zum Lenken, dann geht es einigermaßen. Aber wenn du die loslässt, das zieht so schlimm hin und her. Wie machen wir denn das jetzt, dass die vielleicht hier stehen bleiben? Weil ich hätte gern hier dieses Kräuterdings da. Och komm, Leute. Wollt ihr denn unbedingt sterben, Idioten? So. Und Zeitschaden Nummer 1, Zeitschaden Nummer 2 ist das hier, glaube ich. Ja. Also, was heißt Zeitschaden? Dort. War das, glaube ich, vom Namen her. Ich weiß es aber nicht mehr genau. So. Zweimal Würgetang. Juhu. Können wir mal kurz schauen, ob wir diesen Würgetang, den wir gerade bekommen haben. Malbar, malbar, malbar. Blub. Zu wenig. Den können wir malen. Gut, dann bleiben wir halt stehen. Und was bekommen wir? Anthrazitfarbenes Zeug. Super. Das, was wir so unendlich viel brauchen. Aber da vorne können wir nochmal was farmen. Wo ist es? Da, glaube ich. Nee, hier. Oh, ich hätte euch nicht zeigen sollen, wie es ist, besoffen in WoW zu sein. Jetzt haben wir wieder zweimal Würgetang. Das heißt, wir haben jetzt drei. Halt. Halt, nicht torkeln. Ich habe hier irgendwo was gesehen. Da. Wie viele waren das einmal? Das heißt, wir haben jetzt vier Stück. Damit können wir jetzt noch nichts anfangen. Aber gleich haben wir wahrscheinlich wieder fünf. So, und was war jetzt hier unsere Aufgabe? Liefert die Schiffs an die versunkenen Grabausstätten. Was? Nee. Doch. Nee, da ist nichts. Hä? Ist, ach, der ist da oben. Verdammt. Da kann man natürlich lange auf dem Boden rumsuchen. Kann ich euch helfen? Oh. Hier gibt's Eiscreme. Cool. Aber das brauchen wir ja eigentlich. Halt, nee, den nicht verkaufen, den nicht verkaufen. Das hier, das hier, das hier. Das Quest-Gegenstand brauchen wir gerade nicht. Brauchen wir auch nicht mehr. Beschwört euer Rennbuch. Ach, scheiße, das hätten wir auch benutzen. Das könnten wir auch benutzen, oh Mann. So. Jetzt können wir nochmal nach der Quest gucken. Hallo? So. Seid ihr aber groß? Liefert, erhaltet 8 Löffel Silizium-Glibber. Befestigt den Haken des Abschleppseils an 10 toten Angestellten. Okay. Alles klärchen. Gut, und die toten. Oh, jetzt brauchen Hilfe. Die toten Angestellten, die sind wahrscheinlich hier in der Gegend. Die Frage ist nur, ich glaube, wir machen es. Sollen wir die Quest jetzt hier hoch noch abgeben gehen oder machen wir das später? Weil ich glaube, wir machen die Quest 2 und 3
Aber die machen wir in der nächsten Folge. Wir schauen mal noch kurz in den Kalender, ob jetzt irgendwas ist, weil ich weiß, wir haben den diesen Piratentag verpasst. Der hat heute Morgen um 10 aufgehört. Und da habe ich irgendwie zu lange dafür geschlafen, um das noch aufzunehmen. Aber jetzt hat das Braufest begonnen und das geht bis... Wie lange geht denn das? Ach, bis darunter, bis zum 6. Oktober. Also da haben wir noch ein bisschen Zeit. Das können wir dann in einer der nächsten Folgen machen. Und ja, dann bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis morgen. Tschüss.